Fala Magulis and what's up, ladies and gentlemen. Willkommen zu einer neuen Folge von State of Decay. Oder wie ich auch gerne sage, der Deutschland-Simulator. Wir müssen ja auch hart um Klopapier kämpfen. Es laufen überall Corona-Infizierte rum und ich meine damit die Idioten, die auf Corona-Partys gehen. Nicht die armen Menschen, die sich tatsächlich infiziert haben. Aus Versehen. Die tun mir leid. Die, die es absichtlich machen, dass sie Berlin im Park treffen, die nicht. Aber hey, was könnt ihr in dieser Folge erwarten? In dieser Folge erwartet euch Entertainment, Spaß und alle mögliche Scheiße. Wir haben uns für euch gedacht, stürmen jetzt mal das Seuchenherz. Ihr solltet ja ein bisschen was erleben. Das heißt, wir stürmen diese Folge das Seuchenherz, wir unterhalten euch köstlich und ihr lernt das Spiel ein bisschen kennen. Das hier ist die Juggernaut Edition, die wir spielen, aber noch nicht die neue Karte. Diese neue Karte können wir spielen. Ich erkläre euch im Laufe des Videos ein bisschen mehr dazu, weil wir haben ein Angebot an euch. Also bleibt bitte dran, guckt das ganze Video bis zum Ende und joint im Discord. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like da. Halt die Klappe. Und vor allem, ganz wichtig, lasst mir ein Abo da und hamstert danach die Glocke. Alles klar? Das würde mir sehr viel bedeuten und ihr würdet mir damit wirklich weiterhelfen. Ich gucke mir jetzt erstmal an, ob wir das Intro nicht starten wollen. Ich würde sagen, ja. Und dann geht's hier richtig los. Also, wir sehen uns nach dem Intro. Abo nicht vergessen, ganz wichtig. Und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wollen wir mal einen Livestream machen? Oder sollen wir weiter Let's Plays machen? Ja, eure Meinung ist wichtig. Also ab damit in die Kommentare, lasst mal drüber quatschen. Wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Dass ich meine Waffe nicht gegen ihn richten darf. Was? Ja. Hi! Ich wurde gerade runtergekickt. Ja, hab's gesehen. Du bist nochmal beigetreten. Ich dachte, ja, jetzt haben wir zweimal Heldenherz. Das ist auch mal Deswegen habe ich gerade gedacht, vielleicht wäre das ja irgend so ein Admin-Code gewesen. Sobald ich meine Waffe auf dich richte, dass ich dann runtergeschmissen werde. Nee, ich mag dich einfach nicht. Ja, okay. Damit kann ich dann auch gehen. Hast du eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Richtig, du könntest auch auf eine Corona-Party gehen. Ja, die Wahl würde ich dann aber nicht unbedingt akzeptieren. Ist aber leichter als Selbstmord. Oder kannst du es auf andere schieben. Ja, Deutsche aber sind doch dafür berühmt, keine Verantwortung abzugeben. Ach, guck mal da. War das schon hier? Ach ja, die Wolke. Ah, warte mal, ich hab da eine Idee. Nein! Ich hab Pause geschrieben. Okay. Also, mach deine Waffen bereit, sprich Türen auf und. Tötung! Also, hier sind vergleichsweise ein paar weniger Zombies. Tür auf. Willst du oder soll ich? Was denn? Tür auf. Den Typen. Ja. So, gut, dann das Seuchenherz stürmen. Also wenn ich Tab drücke, schmeiße ich eine Granate. Gut, das muss ich mir merken. Okay, time to get her done. Nee, wenn du Q drückst. Okay. Tab ist, du das durchswitchen. Oh. Ach, da war jetzt hab ich denselben Fehler gemacht. Lass uns mal F drücken, damit die Leute auch was sehen. Was heißt F? Lichter. Achso. Oh. Vorsicht. Ich glaube, da liegt noch eine Granate. Nee, doch nicht mehr. Okay. Und hier ist auch die Seuchenprobe. Jawohl, wir haben das Seuchenherz zerstört und das war schneller als gedacht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bald. Hey, jetzt bleib mal ruhig. Habt ihr gehört, ihr sollt mal ruhig bleiben. Schrei nicht so rum in den Kommentar. Genau, bleib mal leisure hier. Einmal mit Profis. Nichts gefunden, genau du sagst es. Die leuchtet immer noch was gelb. Hast du den Getränkeautomat durchsucht? Komplett voll. Ich pack mal. Achso. Gebiet erkundet. 2 von 3 Container. Okay, dann ist noch ein Raum für mich. Ich glaube, ich kaufe mir morgen einen Baumstamm. Und der Baum dein Freund oder was? Nö, ich habe irgendwie Bock, so die Hälfte von diesem Baumstamm. Also so ein richtiger Baumstamm, ne? So ungefähr 1,5 Meter lang. Oh, sagen wir mal. Boah, was ist das? 20, ja, 30 Zentimeter Durchmesser, würde ich sagen. Okay. Und dann schneide ich den in der Hälfte durch. Und dann baue ich daraus eine schöne Gartenbank.
Siehst du gerade eine oder kommst du auf die Idee? Ja, ich habe einfach Lust zu handwerken mal wieder. Ach so. This could make an outpost for sure. Ja, dann, ich halte dich nicht auf. Viel Spaß. Also, wieso kann ich diesen Rucksack denn nicht anlegen? Ach, weil das beides Achter sind. Ah, du brauchst so einen größeren, ne? Nee, ich habe auch einen Achter. Okay. Warte mal, dann nehme ich die Medizin mal ins Inventar. Und ansonsten... Ach, ich laufe immer gegen eine Wand, ey. Zwei hier sind auf jeden Fall. Ja. Noch zwei oder drei Schränke für dich. Ja, also ich lagere jetzt mal Bullshit ein anscheinend. Swine and Bovine. Was ist das für ein geiler Name? Klingt doch voll chillig. Swine and Bovine. Ja. So, jetzt habe ich mal Müll rausgeschmissen. Und jetzt gucken wir mal uns den rum. Also auf dem Dach ist nichts. Oh no! All that work for this? Ein Entsetzen. Weißt du was? Es war leer. Ich habe den Leuten angekündigt, dass ich zu einem meiner Ankündigungen etwas genauer sagen werde. Ja. Und ich habe da nämlich eine Idee gehabt. Wenn die Leute wollen, ja, das könnt ihr jetzt mal abstimmen. Auf jeden Fall eure Meinung direkt in die Kommentare. Schreibt jetzt einfach mal, ob ihr mal, habe ich ja eben schon mal ansatzweise erwähnt, streamen wollt, ja? Ob ihr mal richtig eine geile lange Folge sehen wollt, weil ganz ehrlich, das Spiel macht Fun. Und in 25 Minuten ist es überhaupt nicht möglich, zu zeigen, was für ein Spaß das macht. Wenn ihr mal richtig Spaß wollt, kauft euch eine VR-Brille und guckt euch irgendeinen Hentai an. Das ist witzig. Auf jeden Fall könnt ihr abstimmen, ob ihr Bock habt, nicht auf einen Hentai. Ich drehe keine, ich kann nicht zeichnen. Aber auf dem Stream von diesem Spiel. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob mein Internet es packt. Also wenn es scheiße ist, dann... Ja, well, fuck off Telekom, like always. Aber... Man könnte es ja zumindest ausprobieren. True story, bro, true story. Also wir brauchen noch ein Lebensmittel, dann hole ich uns mal den. So, jetzt kannst du hier alles ablegen. Was? Ist das jetzt unser... Fuck. Nice. Munition, bitte wieder an mich. Wo war sie jetzt? Da. Dann hole ich mal alles aus dem... Hallo? Alles aus dem Auto. Lässt du mich mal... Spiel! Ich wollte gerade schon sagen, ich halte Reisende nicht so auf. Shit. Ich mach's nicht, nein. Ich steck dir gleich eine Dosenbombe in die Hose. Ich hab doch noch welche. Weißt du was? Sollte das war das Beste, was wir gemacht haben. Also wir haben noch nie so gut ein solchen Herz geklärt wie jetzt. Das war rein 15 Granaten schmeißen und gut war die Geschichte. Ja, das waren doch noch nicht mal 15, das waren 3 oder so. Ja, bei dir. Okay. Ich hab permanent einfach Q gedrückt, bis der Slot leer war. Und ich sagte am Anfang noch, nein, es ist nicht Tab. Und was mache ich als erstes? Ich drück Tab. Er ist so gewöhnt, ne? Warte mal, wir gucken, wie weit heile ich. Brauche ich es nicht einlagern? Oh, wie cool ist das denn? Du, neben uns ist ein solchen Herd, hast du gesehen? Nee, aber ich sehe, gegenüber von uns ist so eine riesen Pferdeskulptur oder Esel oder was auch immer. Guck dir das mal an. Aus dem Esel. Drahtgestell. Das siehst du doch an den Ohren. Ja, zudem fehlt der Schweif. Aber voll cool. Das ist kein Drahtgestell, das würde gar nicht halten. Ja. Aber echt cool geschweißt. Sowas sollte es öfter mal geben. Sowas guckt man doch gerne an in dem Spiel. Ach, jetzt ist ja Corona. Ich glaube, ich könnte mir mal Schrott holen und dann. Was? Du suchst, glaube ich, ein paar Beschäftigungstherapien. Ich bin gelehrter Handwerker. Glaubst du, ich habe ein Problem damit zu schweißen? Das ist mein letzter One. Nee. Du bist bei mir an der richtigen Adresse. Ich bin auch Handwerk O. Oh, wir feiern eine Party. Ja. Oh. Und die Hitzköpfe fallen da drauf rein. Ja, vor allen Dingen leben die alle noch. Was ist denn bei denen los? Na, wie viele kommen aus dem Umfeld hier hin? Gar keiner? Corona Party! Wir sagen, macht keine Partys und veranstalten hier selber eine. Oh, ich will schießen. Hier bleibt jetzt auch nichts anderes mehr übrig. Nice. Direkt einen Headshot geschafft. Promising in here. Nicer Scheiß, Digga. Skaten. Ich mag ja, wie unsere deutsche Sprache vergewaltigt wurde.
Würde Goethe noch leben, wird der Duden Hashtag MeToo schreiben. Ohne Witz, ey. Damn, heavy. Könnte sein. Alter, was für ein geiler Shit. Nein, ohne Witz. Ich habe, was habe ich bekommen? Ein Karabiner. Wir haben zu Hause einen Schalldämpfer. Wir können ein Schallflitzengewehr hier rausbauen. Und eine Schrotflinte. Ja, damn nice. Wenn das mein Hüter sieht. Ich habe ein Gewehr. Patronen. Noch mehr Patronen. Komisch, ne? So viel Munition. Das, obwohl wir im Waffenladen sind. Oh, wer hätte das gedacht? Ja, die Sache ist, Nee, ich glaube nicht. Ernsthaft? Ich glaube, du musst noch ein bisschen Cardio trainieren. Nee, nicht. Vorsicht, ich werde demonetarisiert wegen dir. Oh nein, ey. Keine Sorge, ich werde immer nur wegen mir selbst demonetarisiert. Ja gut, dann mache ich mir mal keine Gedanken. Weil ich so fucking kinderfreundlich bin wie VW. Ja. Oh, wieso kriege ich eigentlich immer nur die kleinen Behälter? Oh, ich habe keinen Bock, so viel zu schleppen. Ich laufe mal eben rüber und gebe ab. Ist ja nicht mehr so weit jetzt. I need a break. Was? Wieso kann ich die nicht mehr stacken? Kann ich nur 3 Dosen bomben? Staken, ja. Stake auf DK. Ach, hier haben wir eh das Auto. Wir hätten es eh nicht irgends... Wo ist das Auto? Beim anderen Laden hier. Ach so. I wish I had an angel. Ach, warte mal. Was ohne schießt Witz. Denn der schießt war 22er Patronen, okay. Was? Beim letzten Mal war das doch auch dieser Delicious Laden mit dem solchen Herz. Nehmen die keine anderen Orte dafür? Ich glaube nicht, nein. Schlecht. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Oh, jetzt habe ich alle Patronen rausgenommen. 22er, haben wir noch andere? Ich habe 22er gerade aufgesammelt. Brauchst du die oder was? Kann ich die auch irgendwie splitten? Ja, irgendwie ging das, aber scheiß drauf. Ich habe jetzt noch genug im Inventar, du kannst die ruhig nehmen. Nimmst du das Auto mit? Ich hab jetzt keinen Bock mehr zu rennen. Wir bleiben diese Folge über hier, hätte ich gesagt. Also, so lange wie wir können, ne? Weil wegen Munition sammeln und ein bisschen Dinge auffrischen, aber Ausrüstung aufbessern und so. Oh. Ich vergaß. Wen hast du vergaß? Die Straße. Typisch deutsch. Der bleibt aber auch an jeder Scheißecke hängen, ne? Hör auf! Du bist schuld, nicht das Auto. Stimmt das nicht auf das freaking Auto, wenn du nicht fahren kannst? Ja, aha. Ja. Nothing left to see here. Ach komm, wir machen mal einen Nahkampf. Fliegen die Zähne hier durch die Gegend. Nice! Also das taugt, ernsthaft. Okay, das sieht auch gut aus. Das taugt. Boah, wo parkst du denn? Jetzt muss ich laufen. Nein! Aber bist du geisteskrank oder was? Soll ich dich auf Händen tragen? Haha, jetzt versteht sie's. So funktionieren Löwen. Ja. Ja, das dürfte relativ zentral sein. Natürlich, sollst du auch mal spüren, was es heißt zu laufen. Schreibt mal bitte bei dem Wolf in die Kommentare, dass er mich nicht jedes Mal so quälen soll. Nee, Spaß. Schreibt mal voll rein, dass man sie richtig schinden muss. Nein. Hashtag JFK, schreibt mal deine Meinung. Na, jetzt zieh nicht JFK damit rein. Doch. Nein, JFK, ich warne dich. Allein jetzt wird das schreiben. Jetzt auch keiner mehr. Auf wessen Seite stehst du? Ja, auf Leute zu beeinflussen. Du bist kein scheiß Politiker. Fuck! Das hast du davon, siehst du? Ja, genau. Was ist? Da waren nur 2 Rotaugen und ein gelber. Ja, hast du überlebt, oder? Mhm. Ja, siehst du, dann passt doch alles. Wo ist meine Ausdauer? Da. Hey, wir haben hier noch einen Wagen. Nehmen wir den auch mit zurück. Dann haben wir einen Ersatz. Ich war jetzt nur dezent abgelenkt. Nö, ist kein Problem, hast doch geschafft. Mhm.
Hier sind aber auch noch. Achso, du bist schon da. I better watch my ass. Ja, du solltest vielleicht wirklich besser auf deinen Arsch aufpassen. Du bist doch nur neidisch, dass du nicht so schön heißt. Ich spiele einen Kerl und der hat eigentlich einen ganz guten Hintern in dieser Hose, würde ich Scheiß. Mal sagen. Das ist ein animiertes Kerlchen. Du kannst eigentlich nie hässlich sein. Selbst dicke Menschen sehen in Spielen gut aus. Shit, nada. Yep. Ach, ja. Wir können hier hoch. Ich gehe gerne auf Dächer. Lass das mal nicht deinen Nachbarn da. Oh, also wenn ich bei dem aktuellen Grundstück hier aufs Dach gehen würde, ich glaube, da würden die sofort die Feuerwehr rufen, weil die meinen, ich würde Selbstmord begehen wollen. Ja, und dann kommt die Feuerwehr hoch, hast die Kiste Bier da stehen und sagst, Jois, auch ein Drink. Ja, ich glaube, so 7 Stockwerke sind mir dann vielleicht nicht ganz so geheuer. Ach, 7 nur? Achso. Ja. That shit's gonna slow me down. Läuft, ne? Lass mich gerade noch einen Stockwerk drauf, dann sind es 8. Sorry, 8. Das hast du jetzt doch geraten, ey. Nee, ich habe gedanklich die Parteien durchgezählt. Nee, ich meinte, dass 7 plus 1 18. Ach so, ja, das stimmt. Das ist doch 100 also, da hab ich echt Glück. Das Glück ist mit den Doofen, sagt man ja auch immer. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, dass 7 plus 1 ist. Eine Handvoll Scheiße. Corona! Dein Charakter hat einfach so die Scheiß. Nein, die beschiss. Das beschissenste Timing der Welt ever. Mein Charakter, wieso? Ich sag so, Corona! Und dein Charakter so, ja, yeah, my favorite. Ja, wenigstens war es diesmal mein Charakter und nicht ich selber, ne? Aha. Mhm. Ich bin mir nur sicher, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ja, auf jeden Fall. Fuck me, another plague heart? Ah, guck mal, ein Seuchenherz. Oh, hey, schon wieder. Die vermehren sich aber viel schneller als Corona. Corona! Das hört sich irgendwie so ein bisschen wirklich wie eine Party an, ey. Das Schlimme ist, das klingt so asiatisch. Das ist echt traurig, wenn man bedenkt, dass es aus Asien kommt. Es klingt aber irgendwie, als würde jetzt so ein Anime-Ninja rumrennen mit so coolem... Also, dass der Hintergrund so... Lichtgeschwindigkeitsartig wird und er rennt dann so ein Ninja-Style Naruto-Run auf einen zu. Corona! Und nein, Leute, wir wissen, wie ernst die Lage ist. Wir wollen es nur nochmal wiederholen. Ja. Wir möchten einfach nur, dass die Leute wirklich vernünftig sind und zu Hause bleiben und keine Corona-Partys feiern oder so. Nicht, dass wir meinen, wir machen uns komplett über das Thema nur lustig. Man muss in dieser Zeit einfach nur ein bisschen Spaß durch die Sache gehen und es trotzdem ernst nehmen. Außerdem, ihr Bitches, wenn ihr das gerade hört, habt ihr es eh richtig gemacht. Also fühlt euch nicht angesprochen. Genau, das stimmt auch wieder. Es sei denn, ihr guckt es auf dem Handy und sitzt draußen mit anderen. Dann seid ihr eh scheiße dumm. Mhm. Oh, so. Freunde kommen. Ich hab mal deine Karre reppert. Ach, meine. Oh, ich wusste. Oh, es ist mein Auto. Okay, danke. Bitte. Fuck. War jetzt nicht so effizient, wie ich das dachte. Was haben wir da hinten? Versandstation. Was kriegen wir da? Was meinst du mit Karre reparieren? Ach so, jetzt haben wir wieder 2 Autos. Das meinst ja. du? Lass uns mal aber trotzdem so ungefähr in der Nähe bleiben, wenn das ist. Mhm. Hier wird dann bestimmt auch noch was sein, denke ich. Versandstation. Ich fange mal links an. Ich finde das ja schon geil, dass man hier nicht jeden Karton durchsuchen muss. Wobei es auch cool wäre. Echt, es wäre auf jeden Fall cool. Aber ich finde das ganz cool, dass das wirklich aufblinkt, was man durchsuchen kann. Noch besser fände ich es halt, wenn... Ups. Also noch besser fände ich es, wenn das so wäre, dass man alles durchsuchen... Oder nicht alles durchsuchen. Also, dass es weiterhin angezeigt wird, was man durchsuchen kann. Aber das jetzt nicht pro Person ist, sondern dass man einfach so looten kann. Mhm. Wobei, ich würde dann wahrscheinlich echt nicht. Nein, es soll halt so blinken wie jetzt, aber so, dass jeder dran kann. Siehst du, du hast auch schon keine hohen Erwartungen mehr, ne? Merkst du was? Naja, wieso? Er hat dein Charakter gerade gesagt. Was hat er gesagt? Ja, dass er keine hohen Erwartungen hat. Hast du das auf Deutsch?
Der redet auf Englisch, aber stehen tut's da auf Deutsch. Ah. Mhm. Yeah, no room for that. Corona! Denk dran, du musst dir gleich die Hände waschen, wenn wir wieder zu Hause sind. Mhm. Jetzt haben endlich mal die meisten Männer nach Masturbieren einen Grund. Jetzt werdet ihr nicht so schweinerisch, doch. Du hast gesagt, man soll es mit Humor nehmen. Ich versuch's. Mhm. Ich merk's. Du hast gesagt, aber nehmen. Also? Ja. So, noch das hier durchsuchen? Oh, dann ruppt der Shit. Wie wär's, wenn du mal tschüss sagst? Was hältst du davon? Cool. Mal tschüss sagen ist doch voll geil. Ich hab hier ein Kuvert mit einer Nachricht. Okay, ich kann's nicht lesen. Alles klar. Das hab ich hingeschmissen. Achso, ganz toll. Ich nehme dann den letzten Dreck mit auf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut im Discord vorbei, lasst ein Like und ein Abo bei uns. Und JFK, schreib das Richtige. Ich warne dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Hey, du Discord hörst, okay? Du weißt, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen sie ärgern, okay? Also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, dass ich sie mehr schinden soll. Ja, das ist wichtig. Auch du, Sabine, ja? Schreibt das auf jeden Fall. Joe, sofort in die Kommentare. Halt zu mir, ja? Ich garantiere euch hammerlustige Folgen dann. Ich lasse die laufen und rennen, so wie sonst was. Einfach total witzig wird das. Das hat mir so in der Form noch nie versprochen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut im Discord vorbei, lasst ein Abo da und hamstert die Glocke. Alles klar, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht in der vorerst letzten zu State of Decay, dem Deutschland-Simulator. Und dann würde ich sagen, wow. Ist klar. Und dann würde ich sagen, Like da lassen. Wir sehen uns. Haut rein. Voladoris. Euer Boy.